So, hier sind wir jetzt also auch im Spiel mit der Des Moines und dementsprechend dieses 10er wunderschöne Schiff hier nochmal in seiner vollen Pracht. Also, da sollte doch das Herz für wirklich jeden aufgehen. Also, bin schon sehr gespannt. Nun aber konzentrieren wir uns auf das Spiel und dementsprechend die Punkte, die wir hier einnehmen sollen. Was halt das Schöne an der Des Moines ist, die wirklich schnelle Nachladezeit, also dass man den Gegner schon ordentlich eindecken kann mit Salven. Ihr seht unten die Nachladezeit. Phänomenal. 6 Sekunden. Da geht das Herz auf. So. Reichweite mit 16 Kilometern ist okay. Aber man sieht, Admiral Hipper oder Ibuki, die kommen weiter. Und wir haben ja schon hier das dementsprechend einen kleinen Nachteil. Aber den werden wir schon irgendwie kompensieren können. Natürlich lasse ich jetzt hier mal DDDs und so vorfahren. Ich halte mich jetzt dementsprechend im Hinterhalt auf. Aber ich habe so das Gefühl, der DD, der fährt nicht da lang, wo ich ihn gern hätte. Na, schaut so aus, als ob ich hier keine Action bekomme in der Form, dass ich Support habe. Ich muss hier echt aufpassen. Aber Fletcher fahrt es mit. Also von dem her, ich hoffe ja, dass sie sich um den C-Punkt kümmern. Da würde ich nämlich gern einfach so ein bisschen mit reinhalten. Aber ansonsten sind wir hier bewaffnet bis auf die Zähne. Wir haben ein defensives Flakfeuer. Wir haben den Katapultjäger. Und wir könnten uns auch nochmal heilen, sobald da Not am Mann ist. So, da ist die Admiral Hipper. Noch kommen wir nicht drauf. So, da. Aha. Noch hinter der Insel für uns. Jetzt bin ich offen. Das könnte schon tendenziell ein DD sein, aber egal, jetzt gehen wir auf die Hipper. Auf die Tirpitz. Und da schon der erste Brand am Start. Und wie gesagt, diese schnelle Schussfrequenz von dem Schiff ist einfach pervers. Und für den Gegner unangenehm hoch 3. Ich will nur jetzt nicht der Tirpitz so lange die Breitseite zeigen, deswegen drehe ich jetzt hier weg. Weil auf die Distanz, da kann die Tirpitz unglaublich unangenehm werden. Und das hat sie gleich in bester Manier gezeigt. So, jetzt haben wir uns wenigstens zu den einen Gegnern so positioniert, dass wir da keine großen Treffer, aber die Tirpitz, die trifft, wie sie will. Wahnsinn. Deswegen der hintere Turm, der hat sich mal direkt verabschiedet. Und die North Carolina, die wurde von Torpedos da aber sowas von eingeäschert. Brauche ich meine Türme hier unbedingt mal. So, und ihr seht, so ein bisschen fahren und dementsprechend hier ausweichen bringt auch was.
Und man muss auch ab und an mal anerkennen, wenn ein Gegner was Gutes macht. Und das hat die Tirpitz hier definitiv. Also, mit den Treffern mir so schnell so viel Schadenspunkte zu klauen, das ist auch nicht ganz so easy nebenbei. So, jetzt versuchen wir unser Glück mal ein bisschen auf die Hipper. Aber die Hipper hat es natürlich spitz bekommen, dass wir da geschossen haben. Und trifft ebenfalls sehr, sehr gut. Ja, und die Tirpitz hört nicht auf. Die hat jetzt richtig Spaß daran, uns zu malträtieren. Ich hoffe mal, dass die DDs da wenigstens gleich so ein bisschen mehr reinholen. Und jetzt hier die New Orleans. Dreht sich jetzt eigentlich sehr schön für unsere AP-Granaten rein. Hat es ein bisschen zu spät gemacht. Oder ich habe umgeladen, weil ich dachte, die fährt geradeaus weiter. Aber nee, hat sie doch nicht. Deswegen da konnten wir mal zwei Zitadellen mal rausnehmen. So, jetzt kommt die Baltimore daher. Und auch die wird es natürlich beschossen. Und jetzt können wir mal auch wieder reparieren. Oder uns heilen vielmehr. Diese Meerengen sind übrigens für die Kreuzer sehr, sehr, sehr gefährlich, weil da werden sie gerne rausgenommen. Da gibt es unglaublich viel Action. So, die New Orleans hält jetzt scheinbar von hinten da rein, hinterhalb der Insel. Da ist er auch. Aber ich komme nicht mehr dran. Und dementsprechend hier der Punkt, der ist aber reichlich verloren. Da ist die Baltimore wieder. Gibt's doch nicht, dass die immer gefühlt so dreht, wie ich es gerade nicht gebrauchen kann. Aber nun jetzt aber mal hier. Ist aber mal Schicht im Schacht mit dir. Ja. Weg mit dir. Ja, auf die Hipper komme ich erst gar nicht drauf. Gegner hat alle Punkte. Gott sei Dank sehr, sehr leichte Treffer. Und jetzt fahre ich hier mal wieder ein bisschen aggressiver rein.
auf die Mogami, lade jetzt HE. Und jetzt nochmal sicherheitshalber AP, aber no need. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Der ist weg. Da ist jetzt die Hipper. Jetzt wird es endlich mal ein Battle mit dir, mein Freund. Jetzt kommt deine Reichweite dir nicht mehr zum Gute. Und da ist eine Zitadelle aber mal weg. Muss ich wieder auf die Tierpilz aufpassen. Die Tierpilz, die mag mich nicht. Das kann man mittlerweile ganz klar sagen. Die Hippe hätte ich jetzt lieber. Bin hier daueroffen. Das ist auch das Problem. Hipper weiß ganz genau, wo ich komme. Endlich weg. So, jetzt muss ich aufpassen. Da ist die Tierpilz und da ist die Hipper. Die Tierpilz fährt so, dass sie mich eigentlich bekommen wollen würde. Schade. Unser Team steht kurz vor dem Sieg. Unser Team steht kurz vor dem Sieger. Den sehe ich noch nicht wirklich. Aber ich fahre der Tierpilz jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen aus dem Weg. Zumindest wäre das der Wunsch. Jetzt wären übrigens Torpedos sehr nett, die Lemoyne ja gar nicht dabei hat. Leider, leider. So, aber jetzt kümmere ich mich mal wirklich um die Hipper. Aber nicht in dem Winkel, mein Freund. Nee, der dreht aber auch wieder weg. Und das Schöne ist, jetzt gehen die wahrscheinlich auf die Iowa. Das heißt, jetzt will ich nachsetzen. Und denen ein bisschen in den Rücken fallen. Weil die werden jetzt dementsprechend auf die Iowa zielen. Und ich kann mich hoffentlich ein wenig austoben. Die Torpedos, die tangier mich jetzt mal nicht. Ja, nee, die nicht. Definitiv nicht. So, und jetzt von hinten reinhalten. Und jetzt kann ich mich auch auf die Tierpilz mal ein bisschen austoben, die mich da die ganze Zeit sowas von genervt hat. Aber Tierpilz nie vergessen, Tierpilz hat Torpedos. Können wir mal auch AP laden.
Wir sehen, da kommen... Oh, nee. Nicht wirklich, oder? Ach Gott, ey. Schade, schade. Da hat mich wirklich die jetzt noch rausgenommen. Ich hab's noch gesagt, aber ich dachte mir, das könnte noch aufgehen. Er entschuldigt sich auch, aber nee, das war einzig und allein meine Schuld. Das muss man mal ganz klar akzeptieren. Wir haben auf jeden Fall aber 2 Punkte. Und das könnte eigentlich zum Sieg reichen. Die Mugami muss nur aufpassen, dass sie nicht hier jetzt hops geht. Weil 1390, da braucht man nicht drüber reden, das ist definitiv nicht viel. Und jetzt fangt sie an zu schießen. Und wie gesagt, wenn die Zao ein bisschen auf Zack ist, so eine Mugami 8er, die nimmt man mal ganz easy raus. Und jetzt steht er auch. Also, ich glaube, meine Damen und Herren, da trifft einer. Ja, treffen tut er, aber macht keinen Schaden. Ja, glücklich war's. Jetzt schauen wir mal, was die Yamato macht. Auch nicht so das Schiff mit dem wenigsten Schaden. Unser Sieg ist in Sicht. Also, wie gesagt, es ist eine sehr knappe Nummer, muss man aktuell festhalten. Boah, war der eng. Alter Verwalter. Da kommen jetzt Torpedos auch noch an. Die sind aber definitiv für die North Carolina vorgesehen. Ja, not bad. Oh. Naja, dafür werden die dann gerne noch mitgenommen. Unser Sieg ist in Sicht. So. Und auch die Kutuzov hat nicht mehr viel. Der hat getroffen. Aber er auch. Was machen die Torpedos? Man sieht einfach mal, wie schnell die Zao schießt im Vergleich. Da kommt kein Torpedo an, so wie das aussieht. Und jetzt geht die Iowa aber drauf. Und die Iowa wiederum, die ist natürlich schon eine andere Hausnummer. Aber wir haben auch gerade gesehen, wie viel Schaden die Iowa gerade bekommen hat. So, und da sind die ersten Torpedos. Und hier nochmal 5000 Schaden. Nochmal welche. Und zack, nochmal 4. Ja, waren in Summe einfach mal 10.000 Schaden, den die Zao da gemacht hat. Und jetzt schauen wir mal, was die Iowa da als Gegenantwort hat. Ja, auch ein bisschen. Aber man sieht einfach mal ein Shootout. Hier in dem Fall wird die Zao gewinnen. Und damit wird das Game dann auch leider verloren gehen, schätze ich mal, sobald hier die Iowa stirbt. Ah, 3000 noch. Und jetzt dreht er so, dass er mit den Türmen vorne nicht mehr arbeiten kann. Jetzt nimmt er sich da sehr viel selber, weil bis die jetzt vorne gedreht haben, da wird er ziemlich wahrscheinlich schon zerstört sein, wenn er jetzt keine schöne Zitadelle trifft. Und er hat gar nicht getroffen. Schade, schade. Ja, einmal noch. Dann war es das für den Antipater. So, Zao ist entschwunden. Und wie gesagt, oh, oh, oh. Oh, das, ja, das ist wirklich eng, du. Alter Schwede. Was passiert hier vorne? Was war denn das für ein Schaden? So gar keiner. Die Yamato gegen den North Carolina. Und
Da jetzt noch die Zau im Hintergrund. 20.000 gegen 10.000. Geschütze hat er nur zwei noch am Start. Und man sieht mal, was da alles reinkommt. Ah, und da war es leider geschehen, obwohl er nochmal schön getroffen hat. Aber die Runde ist dann da leider knapp, aber doch verdient zu einer Niederlage geworden. Ich bin auf Platz 3 gelandet und wir haben gemacht knapp 90.000 Schaden. War okay, aber man hat gesehen, ich habe lange Zeit nur mit zwei Türmen gekämpft und die Torpedos, ärgerlich, dass ich da nicht ein bisschen früher drauf geachtet habe. Aber c'est la vie. Trotzdem hoffe ich, dass die Runde zum Ansehen für euch spannend war. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.